Hallo meine Lieben! Einen wunderschönen guten Abend! Ja, wir sind wieder, Christian und Linda. Der kleine Noah schläft, deswegen nutzen wir die Gelegenheit und filmen dieses Video für euch, nämlich Infos für Eltern auf Kreuzfahrt und zwar mit der TUI Cruises. Und heute geht unsere Reise, sie führt nach... Catania, Sizilien. Das wunderschöne Taormina, so hieß nämlich unser Ausflug. Viel Spaß beim Video! Ihr Hübschen, ich habe mal das Meilenbuch ausgepackt. Ich habe das jetzt mal mitgebracht hier fürs Video. Das ist etwas, was ihr im Bordshop erwerben könnt. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine Kreuzfahrt macht. Denn dort werden alle nautischen Meilen festgehalten. Das wollte ich euch mal zeigen. So sieht das aus. Einen offiziellen Stempel der TUI Cruises Reederei. Und der Kapitän war damals auf der Mein Schiff 2, der Jonas Lidby. Und wer das letzte Video von uns gesehen hat, als wir in Bodrum waren, ja, da habe ich glaube ich auch die Captains Fragestunde mit eingebaut. Ich werde euch jetzt mal das Video hier verlinken an der Stelle. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr aber nach dem Video da mal reinschauen. Aber schaut mal dieses hier auf jeden Fall bis zum Schluss an. Lieben, wir haben auf Sizilien in Taormina einen wunderschönen familiengeeigneten Ausflug gemacht. Familiengeeignet sind die Ausflüge bei der TUI Cruises immer speziell ausgewiesen und wir haben den Kleinen mitgenommen, weil wir ihn damals noch nicht im Kids Club lassen konnten, weil er noch unter 3 Jahre alt war und das war so ein schöner Urlaub. Man hatte uns gesagt, dass dieser Ort wirklich so malerisch und so schön sein soll, dass man gar nicht glaubt, und das hört sich jetzt total bekloppt an eigentlich, dass man gar nicht glaubt, dass es diesen Ort wirklich gibt. Und ja, das kann man auf jeden Fall bestätigen. Ja. Da habe ich noch so gedacht bei der Beschreibung, oh, jetzt wird hier wieder total übertrieben irgendwie, ne? Und also als gäbe es keine malerischen Orte, man hat ja schon so viel gesehen auf der Welt, wenn man irgendwo hinreist und auch viele wunderschöne Orte schon gesehen, ne? Und natürlich sind wir wieder ganz freundlich und ja, man kann sagen, wirklich, also total süß immer von TUI, von den Bussen dort empfangen worden. Wir sind dort hingefahren worden, haben dann diese Rundreise gemacht irgendwie auf dieser Insel und ja. Das war ja keine Rundreise. Ja, erzähl doch mal jetzt. Ja, was denn? Wir sind aus der Hafenstadt Catania rausgefahren mit dem Bus. So, jetzt mach mal. Nein. Nein, wir sind mit dem Bus abgeholt worden und sind dann von Catania, von der Hafenstadt nach Taormina gebracht worden. Immer am Fuße des Ätnas entlang gefahren. Ja. Das ist ja der Berg auf Sizilien, den wollten wir eigentlich der auch. Vulkan. Ja, stimmt. Nicht Berg. Der Berg. Der Berg. Gut. Also, das ist ja der Vulkan auf Sizilien. Eigentlich wollten wir eine Tour machen da hoch, aber das ist dann also mit Kleinkind und so dann eben auch etwas fraglich gewesen, ob wir das so durchstehen und ob wir das dann überhaupt so machen können. Und es ist auch immer davon abhängig, wie das Wetter da oben ist. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel sehr, sehr neblig ist oder so dann, oder wolkig, dann sieht man auch nicht ganz so viel. Ja, das werden wir sicherlich immer noch mal machen, weil uns das persönlich natürlich auch reizt. Ja. Aber wir sind dann eben mit dem Bus nach Taormina gefahren. Das ist, glaube ich, auch ein Örtchen. Das war früher sogar mal eine Festung, auf die sich Leute zurückgezogen haben. Es liegt etwas höher in den Bergen, war also nicht so gut einzunehmen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt führen da eben sehr, sehr enge Serpentinen hoch und hat aber gut geklappt. Und dann sind wir in ein Parkhaus gefahren, mitten in den Berg hinein. Stimmt, hab ich ganz vergessen. So sieht's aus. Und dann wupp, mit dem Aufzug hochgefahren worden auf ein Plateau und ja, zack, waren wir in Taormina. Ja, und es war, wie wirklich alle gesagt haben, ein Ort, der war einfach nur wunderschön. Ja. Und die Reiseleitung vor Ort hat uns auch erklärt, dass sehr viele Maler, Künstler, Autoren sich dort niederlassen. Ihr Lieben da draußen, liebe Eltern, falls ihr Interesse habt, so eine Kreuzfahrt zu machen und wenn ihr auch über TUI direkt einen Ausflug bucht, welcher familiengeeignet sein soll, auch für ein Kleinkind, es sind nämlich ganz, ganz viele Familien an dem Tag mit uns dort in Taormina und das können wir euch auf jeden Fall blind empfehlen, das ist wirklich so wunderschön. Und jetzt im Anschluss kommen auch direkt die Bilder zu unserem Ausflug und wir hoffen, die gefallen euch. Da gibt es halt so ein Stadttor, da wird man dann durchgeführt. Das Ganze ist dann irgendwann nur noch zu Fuß zu begehen, also es ist wirklich so, sind schmale Gassen. Und es ist eben so ein klassisches italienisches Bergdörfchen. So, natürlich unzählige Kirchen, logisch, kleine Gässchen,
in die man so hinein fotografieren konnte. Da ist übrigens dieses Tor, durch das man dann ziemlich am Anfang geht. Und das ist eine Bar, in der wir dann zum Schluss auch gesessen haben, die Wunderbar. Stimmt, die Wunderbar. Ja, und haben dort noch ein Cappuccino getrunken. Und der Noah hat eine Granita gegessen. Ein traditionelles sizilianisches Eis. Jo. Ja, also auf Wasserbasis, ähnlich wie ein Sorbet, aber halt mit Bestandteilen des Vulkans, des Ätnas. Ein Ätna-Eis. Ein Ätna-Eis, genau. So, ja, von oben konnte man natürlich auch in irgendwelche Buchten hinein fotografieren, wo dann Yachten dann irgendwie vor Anker lagen. Und man hat da oben eben eine sehr, sehr schöne Aussichtsplattform, wo man einen Panoramablick hat, komplett an den Küsten entlang und so. Also ein schöner Fotostop auch, den man da machen kann. Ist aber direkt am Anfang. Es ist jetzt auch nicht groß, ja, muss man super sich vorstellen. Super schön, super süß. Dann gibt es dort natürlich auch eine Shoppingmeile. Eine Shoppingmeile, weil ja, da verkehrt auch so ein bisschen der italienische Jet-Set. Wir hatten sogar noch überlegt, sollen wir noch irgendwie Geld mitnehmen, ja oder nein, ohne dass wir jetzt wussten, dass da etwas sein könnte. Dann hatte ich noch so Linda gefragt, was brauchen wir eigentlich so an Geld und so. Wir haben echt super wenig mitgenommen. Ich glaube, wir haben 20 oder 30 Euro mitgenommen, weil Halbtagesausflug, okay, wenn du mal ein bisschen Kaffee trinken willst oder so. Ja, haben wir dann gemacht. Ja, und dann hast du da dann eben auch sehr, sehr viele coole Klamotten gesehen oder sonst was. Ich glaube auch Taschen, Schuhe, also für Frauen richtig gut. Ich war auf jeden Fall dann auch ganz froh, dass wir das Portemonnaie nicht mitgenommen haben. Ja, dann gab es dann auch ein Amphitheater, was man begehen konnte. Da bin ich dann mit dem Noah auch mal rein. Bin dann auch hochgegangen, die ganzen Treppenstufen, um dann von oben auch noch mal schöne Bilder zu machen. Das war echt richtig abgefahren. Da konntest du dann eben auch auf Taormina oder die umliegenden Bergdörfchen hinab fotografieren. Das war richtig toll. Hier seht ihr noch mal ein paar kleine Shops. Ja, und dann gibt es natürlich auch super viele schöne kleine Cafés, wo man einfach verweilen kann und so. Und es ist echt eine sehr, sehr schöne Umgebung und man kann da ganz entspannt flanieren und sich dann irgendwo mal niederlassen und Looky-Looky machen. Looky-Looky machen, genau. Ja, und es waren so viele Blumen, also es waren so viele blühende Bäume, ein Krokus oder irgendwas war das, ich weiß es nicht, aber es waren so viele wunderschöne Blumen einfach auch überall zu sehen und Pflanzen. Die Menschen waren so freundlich und so nett und es war ein wunderschöner Ausflug. Ja, ihr Lieben, als wir dann zurückgekommen sind an Bord, überraschte uns dann das Housekeeping mit unseren gewaschenen Anziehsachen, weil wir hatten einen ganzen Sack fertig gemacht mit Klamotten zum Waschen und zum Bügeln und das Ganze war irgendwie, ich glaube, nur für 20 Euro oder für 40 Euro, ich weiß es nicht mehr, aber in der ersten Woche gab es irgendwie so ein Special. Wer seine Sachen waschen lassen möchte, der kann das tun zu diesem Kurs. Und das war so günstig und ich war total glücklich. Das war voll super, weil klar, so ein Kleinkind, ich hatte zwar alles mit für die ganzen zwei Wochen, aber hätte ich das gewusst, dass ich dort diesen Wäscheservice habe für dieses kleine Geld, dann hätte ich für Noah ein bisschen weniger Klamotten mitgenommen. Ja. Weil die Pampers und so weiter haben ja schon ein bisschen viel an Platz weggenommen und ich hatte sogar noch ein bisschen Spielzeug mit. Das werde ich mir auf jeden Fall definitiv sparen bei der nächsten Mein Schiffreise. Das braucht man nicht mitnehmen. Ja, höchstens mal vielleicht das Lieblingsbuch und Lieblingskuscheltier, aber das war's dann auch. Ne? Ja, und das war echt toll mit dem Wäscheservice. Wer an Bord geht und mit gewaschenen Klamotten nach Hause fliegen möchte und einfach nur noch die Klamotten in den Schrank räumen möchte, der sollte auf jeden Fall diesen Wäscheservice in Anspruch nehmen. Das ist so unser ja, eins auch der Highlights gewesen. Also ist jetzt kein Highlight, aber so ein Service. Ja, also Service-Highlight. Jetzt hör doch mal auf, es ist schon spät. Also mein persönliches Highlight war der Wäscheservice. Die ganze Reise. Tipptopp. Okay, ihr Lieben. Also ich würde sagen, wir beenden mal kurz dieses Video an dieser Stelle und dann sehen wir uns wieder aus unserem nächsten Hafen. Das ist nämlich Katakulon. Nee, Korfu. Nein. Wir waren erst in Olympia. Und dort besuchen wir die Olympischen Stätten und das war ein richtig cooler Ausflug. Ihr Lieben, die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele. Da haben wir mitgemacht. Ich habe Gold geholt für Deutschland. Richtig. In der Kategorie Quassel dich bekloppt. Ja, und ich habe Diskuswerfen gemacht, nur mit einem Blatt unten davor. Okay, das wird jetzt FSK 18 sein. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle bei euch und wir hoffen, dass ihr dort euch gefallen. Daumen hoch.
Hilfe, wir sind jetzt mal raus. Bis dann.